den Norwegern. So, alles ist bereit für das zweite Gruppenspiel der Schweizer. Die Spieler sind bereit, wir sind es auch. Schweiz gegen Norwegen, U18-WM, Spiel Nummer 2. Norwegen noch in der Zone. Deshalb musste dieser Angriff abgebrochen werden. Breyach. Graf, aber auch die Norweger können Vorcheck setzen, ihren Körper gut ein. Mukli, Abschluss. Und die Schiedsrichter, die sind richtig strikt mit den Strafen. Allgemein gab es schon sehr viele Strafen an dieser U18-WM. Also du kannst sie nicht erlauben. Breyach aus dieser Position hat er getroffen. Meier trifft nicht. Noch einmal die Chance, Breyach. Aber der Schuss wird geblockt. Hagen. Ein Fehler, die Schweizer können übernehmen mit Gredig in die Mitte, 1:0 für die Schweiz. Kaderli eröffnet das Tor, die Schweiz führt mit 1:0. Nach genau 8 Spielminuten führen die Eisgenossen. Andro Kaderli von den SCL Tigers. Und so ist entstanden, Fehler der Norweger. Die Schweizer haben das gut gelesen, dann Gredig, Backhand zweimal und Kaderli, der hat schon schwierigere Dinge gemacht in seinem noch jungen Leben, aber das ist egal. Hauptsache die Schweiz führt 1:0 dank Andro Kaderli. In einem raus, die Schweizer verlieren diese Scheibe, hätten sie befreien können durch Meier, ist nicht gelungen. Nee, gleich wieder frei in der Mitte. Der sehr viel auf dem Eis steht. Auch gestern hatte er als Einziger über 20 Minuten Eiszeit bei den Schweizern. 21 Minuten und 31 Sekunden, um genau zu sein. Meier. Breyach. 2:0 für die Schweiz. Leo Breyach mit dem 2:0. War es ein Powerplay-Tor oder nicht? Schlussendlich ist es egal. Hauptsache, die Schweiz führt mit 2:0. Gestern hat er das erste Tor erzielt, heute das zweite. Und so ist es entstanden. Breyach zuerst in die Ecke, dann Meier. Und Breyach macht das gut. Zug zum Tor aus der Ecke, vielleicht noch abgelenkt von Raphael Meier oder von einem Norweger. Wir schauen aus dieser Perspektive noch einmal hin. Ja, also dieser Schuss wäre weit neben das Tor gegangen. Aber Raphael Meier lenkt die Scheibe ab. Also Leo Breyach nicht der Torschütze, aber einen weiteren Scorerpunkt. Und die Schweiz führt mit 2:0. Und da ist Elias Drame Vatne, bisher der auffälligste Spieler der Norweger, der seine Kreise dreht. Haugen an der blauen Linie. Und das war ein Schuss an die Torumrandung von der Nummer 16 von Ivervik Karlsen, der schon in der norwegischen höchsten Liga gespielt hat in dieser Saison, kam zur 20. Minute im ersten Abschnitt, ist angebrochen. Meier. Schüttelt seinen Gegenspieler ab, hat die Übersicht. Wunderbar gespielt von Simon Meier auf Palestra. Überlässt Solberg. Aber auch er trägt die Scheibe zu lange. Und dann kann ein Schweizer alleine gehen. Breyach. Nicht mit dem Shorthander. Aber er hat noch eine Chance. Es wird wieder 5 gegen 5 gespielt. Die Frage ist, wie lange? Dort 2 gegen 1. 3:0 für die Schweiz. 5-0 zwischen Hosenträger, zwischen den Beinen hindurch. Und dann steht es 3:0. Auf den Rush gekommen. 2 gegen 1 Situation. Und Dorte macht den Treffer. Bisher nur aufgefallen mit Strafen. Jetzt im positiven Sinne aufgefallen. Nämlich mit einem Tor. Ja, zwischen den Beinen hindurch dieser Treffer. Muss auch der Torhüter ein bisschen auf seine Kappe nehmen, aber gut gemacht vom Fribourg Junior.
Marcellini diese Partie gestalten. Natürlich helfen auch immer Tore mit, dass man das Spiel zugunsten seiner Mannschaft bestreiten kann. Die Tore haben die Schweizer bereits erzielt und es kommt ein nächstes. 4:0 für die Schweiz. Die Nummer 26, Erik Schneller, hat abgezogen von der blauen Linie, der Mann von Rögle. Und so steht es 4:0 für die Schweiz. Da sprechen wir von Toren, die helfen, und dann kommt gleich das nächste. Freie Sicht für den Torhüter, dann noch Pedrazzini, der da die Sicht nimmt. Nicht der allergrößte, 1,67, Joel Pedrazzini. Der kleinste Spieler der Schweiz macht den Screen, den es eben benötigt vor dem Kasten. Und dann steht es 4:0. Mire. Für die Norweger, Pupe Trikli nach norwegischer Art. Meier, vielleicht können sich die Schweizer jetzt installieren, mal ein bisschen Ruhe in das Spiel bringen. 2, 3, 4 gute Pässe würden helfen. Schneller. Preyach. Gute Verlagerung auf Meier, das waren die 2, 3 guten. Und jetzt die Devise. Ruhe ins Spiel bringen, gute Pässe, ah, nicht solche Scheibenverluste. Und dann geht ein Norweger alleine, Strafe angezeigt. Aber gutes Backcheck von Simon Meier. Bis wir das nächste, das zweitletzte Powerbreak haben in dieser Partie. Die Norweger mit Granat. Schweiz, Kasper Haugen, 1,69. Bei den Norwegen und bei den Schweizern Joele Pedrazzini, 1,67. Die Aktion von Granat. Eine beliebte Position. Und wie das im Powerplay. Breyer. Meier. Und die nächste Strafe. Ja, das Tor, das zählt nicht. Es wird eine Strafe geben gegen die Schweiz. Ein Ausflug vom norwegischen Torhüter, der aber nicht bestraft wird von den Schweizern. Kaderli. Kredik. Nächste Parade. Zur Mitte des Spiels ausgewechselt wurde nach dem vierten Treffer. Also das vielleicht eine Erkenntnis, die der norwegische Trainer rausnehmen kann aus dieser Partie. Die letzte Minute ist angebrochen. Es gilt, die Null zu halten und somit den Shutout von UFS zu halten oder noch eine Kiste zu erzielen. Ja, machen wir es doch so. Die Nummer 20, Matteo Wagner. Gestern für den Ausgleich zuständig, heute für das 5:0. Und die Schweizer haben ihren ersten Doppeltorschützen an dieser WM. Der 18-jährige Matteo Wagner spielt in Finnland. Bei Kalevan Pallo aus Kuopio. Scheibenverlust der Norweger und dann zieht Wagner ab und bezwingt Lindberg. Ein erstes Mal, also auch er bleibt nicht ohne Gegentor. Wagner ansatzlos, super Höhe direkt über den. Die Schweiz wird dieses Spiel mit 5:0 gewinnen. Der Sieg geht in dieser Höhe in Ordnung. Die Schweizer waren das bessere Team. Die ersten 3 Punkte sind eingefahren. Sven Berger, Marcel Jenny und Emanuele Celio können sich über die ersten Punkte, über den ersten Sieg an dieser Heim-U18-WM freuen. Ja, lachende Gesichter bei den Schweizern.